Okay, herzlich willkommen zur nullten Spackeriade. Ihr seid in der elitären Gruppe, die beim allerersten Treffen der datenschutzkritischen Post-Privacy-Spackos und Spackessen anwesend sind. Es ist schön, dass ihr da seid. So zahlreich, damit hatte ich persönlich nicht gerechnet. Ich möchte das jetzt auch gar nicht so lange ziehen. Also wir hoffen, dass der Tag für alle interessant wird. Wir versuchen, hier eine sehr positive und offene Gesprächskultur zu haben. Ich glaube, bei den meisten Talks wird es wirklich darum gehen, sich auszutauschen. Wir haben dafür auch Mikros in der Mitte. Streams gibt es leider im Moment noch nicht so richtig. Das könnte sich aber gleich im Laufe des Tages noch ändern. Wir zeichnen aber alles, soweit es irgendwie möglich ist, auf und stellen es dann danach zur Verfügung. Hier herrscht explizit auch kein Twitter-Verbot oder sowas. Wir bitten darum, verbreitet das. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt einfach mal gleich über zum ersten Vortrag von Gedankenstücke und Philipp Bayer über die Post-Genomics-Ära. Test. Hören das alle, auch im Hintergrund? Jo. Gut. Ja, geht. Hallo bei der Spackeriade, mein Name ist Philipp Bayer, das ist Bastian Gresshake oder auch Gedankenstücke. Wir reden heute zu euch über die Post-Genomics-Ära und wie die sich auf die Privatsphäre auswirkt. Zuerst mal ein Überblick. Am Anfang werden wir euch ein bisschen Gymnasiumswiederholung geben, ein bisschen wie geht das alles mit Genomisierungen, wie funktioniert das? Dann werden wir uns über aktuellen Nutzen der Daten informieren und dann kommt Basti mit ein paar Fallbeispielen und dann die Zukunft der DNA-Sequenzierungen. Zuerst mal die DNA ist das Rezept zur Kopienerzeugung, das wisst ihr bestimmt sicher alle noch. 1953 wurde die Struktur entschlüsselt von Watson und Crick. Sieht ungefähr so aus, Doppelhelix. DNA-Sequenzierungen ist das Lesbarmachen der Basenabfolge. Das sieht dann ungefähr so aus, also Haufen A, A, C, A, T, G, A, C, A, T, A, G. Die erste benutzbare Methode ist von 1977 von Friedrich Sänger. Die war ziemlich teuer und ist inzwischen auch abgelöst. Und mit der gleichen Methode wurde im gleichen Jahr auch das erste Genom der Bakteriophage 4X174 sequenziert. Ist ziemlich klein, nur 5 Kilo Basenpaare. Und das Human Genome Project wurde 1990 gestartet und wurde 2001 abgeschlossen. Kostete sehr, sehr viel, 3 Milliarden Dollar damals. Und 2008 wurde dann auch das Genom von James Watson, also einem der beiden Strukturentschlüsseler der DNA, sequenziert. In 2 Monaten, und das kostete 3 Millionen Dollar dann nur noch. Und heutzutage kostet das nur noch 10.000 Dollar, ein komplettes menschliches Genom zu sequenzieren. Das menschliche Exom, also alle die Teile des Genoms, die in Protein übersetzt werden, das kostet momentan nur noch so 1.000 Dollar. Und Direct-to-Customer-SMP-Analysen, das werde ich gleich erklären, was das ist, die kosten nur noch so 100 bis 200 Dollar. Und SMPs sind Marker für genetische Variationen. Hier sieht man die DNA von 2 Individuen. Und SMP heißt Single Nucleotide Polymorphism, also ein einziges Nukleotid ist an einer Stelle anders oder 2 Nukleotide an der gleichen Stelle. Oben ist das Genom von Individuum 1, der hat da ein CG, und unten ist das Genom von Individuum 2, der hat da ein TA. Sehen das alle? Geh mal aus dem Weg. Geht das jetzt? Oben CG, unten ein TA. Und diese Marker sind sehr individuell, das heißt, die kann man benutzen, um alles Mögliche vorherzusagen. Zum Beispiel in der Gesundheit, man kann damit Risiken einschätzen, um bestimmte Krankheiten zu entwickeln, also Alzheimer, Parkinson, alles Mögliche, Diabetes. Und man kann auch die als Marker benutzen für die Übertragung von Erbkrankheiten und auch in der Pharmakogenomik. Also wie wird die Person wahrscheinlich auf irgendwelche Mittel reagieren, wird das funktionieren? Und in der Forensik wird das heutzutage oder sehr bald im DNA-Fingerprinting benutzt. Ich mache in meiner Forschung Vorhersage von Merkmalsausprägungen, also mit wie viel Wahrscheinlichkeit die Person hat
blaue Augen oder welche Hautfarbe hat die Person. Und wird auch natürlich auch benutzt in Vaterschaftstests oder auch in Genealogie, also wo kommt die Person wahrscheinlich her. Und was sehr bald kommen wird, ist personalisierte Werbung, basierend auf diesen Daten. Visa hat da ein Patent für eingereicht, aber es gibt noch nichts in der Richtung, wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren. Gentests, Direct-to-Consumer-Gentests kommen jetzt auch sehr groß. Also 23andMe, die haben über 100.000 Kunden. Es gibt noch andere Firmen wie DecodeMe und FamilyTreeDNA. Immer mehr dieser Kunden veröffentlichen ihre Daten im Netz und das hat natürlich auch sehr viele Nebenwirkungen, positiv und negativ. Die Nebenwirkungen, positiv erstmal, das erlaubt Open Science, also dass verschiedene Wissenschaftler auf der ganzen Welt sich die Daten nicht erst teuer machen müssen, sondern dass sie halt einfach direkt auf die Sachen zugreifen können. Genomera ist ein Projekt, OpenSMP ist unser Projekt, wo man Daten zur Verfügung stellen kann. Und es ermöglicht halt einen Austausch zwischen Betroffenen und Experten. Negative Nebenwirkungen sind natürlich das Diskriminierungspotenzial, also der Arbeitgeber und der Versicherer und der Staat, die sehen alle, was man hat, sofort. Und der Versicherer kann natürlich sagen, hier, du hast da ein ziemlich großes Risikofaktor, bezahl uns mal wesentlich mehr jetzt. Und natürlich auch personalisierte Werbung, aber das kommt jetzt bald. Und wenn man das veröffentlicht, heißt das natürlich, dass das Wissen ist nicht statisch. Also wenn ich jetzt damit okay bin, weil die Forschung über meine Daten jetzt sagt, ich habe nichts Schlimmes, kann das natürlich im nächsten Jahr oder in der nächsten Woche kann was rauskommen, das dann sagt, du hast da was richtig Schlimmes und dann sind die Daten schon raus. Die kann man dann schlecht zurückholen, wenn das einmal im Internet ist. Und natürlich verrät das auch alles über Verwandte. Ich teile mir das ja mit meinen Eltern, ich teile mir das mit meinen Kindern. Wenn ich das Risiko habe, dann haben das meine Kinder wahrscheinlich auch. Und jetzt übergebe ich an Basti. Ja, bislang war das ein bisschen abstrakt, diese ganzen Risiken. Und ein schönes Beispiel dafür ist eben James Watson. Wir haben gerade gehört, 2008 komplett sequenziert worden und die Daten wurden auch komplett veröffentlicht von ihm. Also wer möchte, kann das Genom von James Watson sich jetzt runterladen und anschauen, damit machen, was er möchte. Und er ist eben mutmaßlich Träger einer APOE-Variante, die dazu führen könnte oder auch nicht, dass er Alzheimer bekommt. Naja, und James Watson ist halt jetzt nicht derjenige, der sagt, ich möchte, dass die Welt weiß, ob ich Alzheimer kriege oder nicht, sondern hat gesagt, bitte schwärzt die entsprechenden Stellen darüber, ob ich Alzheimer habe oder nicht, damit die Welt das eben nicht erfährt. Und ich selbst möchte es auch gar nicht wissen, weil ich möchte irgendwie die Gewissheit haben, dass ich vielleicht in 5 Jahren von jetzt an nur noch ein Stück Matsch im Hirn bin. Haben sie auch gemacht, wurde so geschwärzt veröffentlicht, aber nur wenige Monate nach der Veröffentlichung im Jahre 2008 wurde dann diese Veröffentlichung rausgebracht. On Jim Watson's APOE-Status, Genetic Information is Hard to Hide. Und zwar haben sie einfach sich angeschaut, die umliegenden Bereiche. Die Informationen auf Chromosomen sind eben nicht unabhängig voneinander, sondern solange sie auf dem gleichen Chromosomen sind, reicht es, wenn ich die Stellen links und rechts von der Position kenne, um mit guter Wahrscheinlichkeit vorhersagen zu können, was in der Mitte mal gewesen sein könnte. Und genau mit der Methode hat man eben herausgefunden, den Status von James Watson, der allerdings dann in dieser Publikation nicht drin ist, weil man gesagt hat, wir respektieren den Wunsch von ihm und veröffentlichen jetzt nicht so aus Trotz, haha, wir wissen jetzt trotzdem auch den Status mit, sondern nur, wir können es rausfinden, also das lässt sich nicht einfach lösen durch Security through Obscurity. Das funktioniert nicht, sondern dann, sobald man irgendwas veröffentlicht hat, kann man halt mit gewissen Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, was man an der Stelle vorher hatte, die geschwärzt wurde. Das andere Fallbeispiel bin ich einfach selbst. Meine Daten sind auch frei zugänglich und durch die Veröffentlichung ist eben nicht nur klar, was für Krankheiten ich haben werde, sondern auch, was meine Eltern für Krankheiten kriegen könnten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit oder meine Kinder. Darunter so schöne Dinge wie rheumatoide Arthritis, Morbus Basedow ist eine Schilddrüsenerkrankung, zeigt sich dadurch vor allem irgendwie, dass man dann, dass die Augen anschwellen und ein bisschen auch aus der Augenhöhle hervortreten, kennt man vielleicht. Morbus Crohn ist eine Darminfektion, chronische, lässt sich auch nicht wirklich behandeln bislang. Oder eben auch Brustkrebs oder auf väterlicher Seite vielleicht spannender der Prostatakrebs. Also all das sind Dinge, die jetzt einfach jeder von euch nachschauen kann, für mich, für meine Eltern oder auch für meine Kinder, die irgendwann vielleicht mal geboren werden. Und das Ding ist eben, wer sein Genom frei zugänglich macht, muss sich ja auch nicht wundern. Hört man dann relativ häufig so, selbst schuld, hätte er ja nicht machen müssen, aber eben die Zukunft, glauben wir, dass das eben nicht der Fall sein wird. Da ist es mal diese schöne Grafik. Ihr seht, die Gerade wäre Moore's Law, wie stark der Preis fallen würde für 1 Million Basenpaare, die Sequenzierung. Das ist 2001, als das Human Genome Project gerade fertig war, noch um die 10.000 US-Dollar gewesen für eine Megabase.
Heute sind wir bei ungefähr einem halben Dollar für eine Megabase-Sequenzierung. Also es ist einfach so, dass vermutlich nächstes Jahr schon das 1000-Dollar-Genom da sein wird. Relativ sicher, vielleicht auch erst 2013, aber es ist eben in absehbarer Zeit, werden wir sagen können, wir sequenzieren einfach alle Leute zu einem relativ kleinen Preis. Die Preise für diese Direct-to-Consumer-Testing-Sachen, die Philipp gerade angesprochen hatte mit den SNPs, sind ebenfalls in den letzten 5 Jahren von 1000 US-Dollar auf jetzt ungefähr 100 Dollar gefallen. Und bereits jetzt werden Genomsequenzierungen, also das komplette Genom zu sequenzieren, in der medizinischen Forschung oder beziehungsweise auch in der Diagnostik angewandt. Also wenn Leute irgendwie eine Krankheit haben, man weiß nicht genau, was die haben, ist es auch heute schon jetzt nicht wirklich üblich, aber es wird zumindest gemacht, dass dann Leute sagen, dann sequenzieren wir die halt eben. Also auch jetzt ist das schon nicht so, dass diese Daten irgendwie nur von wenigen Leuten zur Verfügung stehen, sondern potenziell von vielen Leuten. Deshalb ist es einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis von jedem von uns die DNA irgendwie irgendwo zugänglich sein wird. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Direct-to-Consumer-Testing-Firmen nicht überprüfen, von wem die Informationen stammen. Also es ist kein Problem, jetzt irgendwie von euch ein paar Proben unentdeckt zu nehmen, von euren Gläsern, was ihr gegessen habt, etc. und die dann mal einfach einzusenden. Man sagt natürlich, die Proben sind nur von einem selbst, aber die können es nicht überprüfen und es wird im Zweifelsfall auch nie rauskommen. Also das Missbrauchspotenzial ist jetzt schon da dafür, theoretisch. Und eben neue biologische Methoden können noch viele neue Zusammenhänge finden, von denen wir jetzt noch überhaupt nichts wissen. Also ein Beispiel dafür, irgendwie jetzt, was relativ abstrus ist, war, was wir auch gestern vorgestellt haben, so Empathie empfinden, wie stark das davon von irgendwelchen genetischen Varianten abhängig ist. Wäre zum Beispiel sowas, was irgendwie bis vor kurzem noch relativ so, ja, wird man bestimmt nicht rausfinden, jetzt gibt es zumindest Hinweise dafür, dass das so sein könnte. Und jetzt übergebe ich noch an Philipp für ein anderes Beispiel. Also das hier ist ein bisschen ein extremeres Beispiel, das ist Forschung von einem Bekannten von mir, von Marc Barasch, der 3D-scannt Köpfe und versucht dann genetische Variationen auf Punkte in diesen Köpfen zu mappen, sodass er sagen kann, anhand eines Haares eines Verdächtigen zum Beispiel, wie der ungefähr im Gesicht aussieht. Das hier ist mein Gesicht 3D gescannt und ich habe da auch mitgemacht als Subjekt in der Forschung. Und das läuft noch. Ich kann noch nicht genau aussagen, ob das wirklich funktionieren wird. Ich denke aber schon, dass man also anstatt, man hat irgendeinen Verdächtigen am Tatort und dann kann man grob sagen, wie der aussieht. Und das ist schon, das wollen wir halt zeigen als extremes Beispiel, was in der Zukunft kommen wird. Und zusammenfassend, das DNA von und für alle wird kommen und die Veröffentlichung der Daten haben Nebenwirkungen. Also wenn ihr damit liebäugelt, denkt nochmal nach, es gibt positive Nebenwirkungen, aber es gibt auch negative Nebenwirkungen. Und die Frage, und das ist auch hier zur Diskussion, wie geht man damit um, was macht man damit, wie sollen wir das bewerten und bringen da Gesetze überhaupt irgendwas? Geht das mit dem Gendiagnostikgesetz, wird das funktionieren oder ist das nur Augenwischerei? Und damit sind wir fertig. Vielen Dank. Fragen? Check, check. Michael Kreil. Ich habe noch eine Anmerkung dazu. Wenn das unter 1000 Dollar fällt dann, und dann noch weiter, wird sicherlich jeder diese Daten früher oder später in der Hand haben, schon allein, weil die Krankenkasse das bei Geburt bezahlt etc. Jetzt wäre es natürlich interessant zu sehen, dass dann irgendwelche Spacken kommen werden und das dann unter OkCupid hochladen. Und da könnte man halt zum Beispiel ein Matching draus machen, ne? Also so eine Art nächste Stufe der Evolution, ja? Dass man sich nicht nur am Aussehen oder am Geruch oder sowas attraktiv findet, sondern dass man das halt einfach algorithmisch auch bestimmen kann, ob man gesunde Nachkommen haben würde. Oder so, ne? Das gibt es schon. Also als Anmerkung, es gibt, ich glaube, aus Bayern oder ich glaube sogar aus München ist es ein Start-up, was genau das macht. Also Leute senden ihre Daten ein, werden dann irgendwie typisiert für ein paar Marker und sagen dann, ihr stimmt so gut überein mit anderen Leuten für Dating. Ich habe auch bei mir, wo ich lebe in Australien, da gibt es auch jetzt ein Startup, die machen das mit Fitness. Also die nehmen ein paar Marker und sagen dann hier, das Fitnessprogramm ist das Beste für dich und das als Schrott macht das nicht. Das ist auch interessant. Ja, ich weiß das jetzt nur von Gedankenstücke, dass du bist Kunde bei 23andMe, ne? Ja. Bei dem anderen weiß ich jetzt nicht, aber könnt ihr vielleicht da direkt aus euren persönlichen Erfahrungen und auch euren Beweggründen erzählen, warum ihr euch entschlossen habt, da erstens mitzumachen? Und ich glaube, du hast es sogar veröffentlicht, oder? Genau, ich habe die Daten veröffentlicht und also mitzumachen war einfach die reine Neugier und als Biologe der Spaß daran, mit den Daten rumspielen zu können. Und die Veröffentlichung vor allem halt, um
anderen Wissenschaftlern damit zu ermöglichen, mehr Daten zu haben, um damit rumzuspielen und vielleicht was Cooles rauszufinden. Und das ist auch der Hauptbeweggrund. Also wir haben eine Umfrage gemacht, als wir dieses OpenSNP-Projekt gestartet haben, warum Leute überhaupt ihre Daten veröffentlichen. Und der am meisten oder der häufigste Grund, wo die meisten Leute zustimmen, ist halt, wir wollen der Wissenschaft damit irgendwie helfen. Und der zweite Grund, warum Leute das machen, ist, wir hoffen, dass Wissenschaftler damit irgendwas rausfinden, was uns persönlich hilft natürlich. Also wenn ich irgendeine seltene Krankheit habe, ist es für mich gut, wenn ich die Daten veröffentliche, weil Wissenschaftler damit potenziell die Möglichkeit haben, rauszufinden, woran es liegt, um mich irgendwie auch wieder zu heilen. Also ich habe meine Daten nicht veröffentlicht, weil ich mich mit meinen Eltern da auseinandergesetzt habe. Ich habe die gefragt, ja, geht das? Wäre das okay mit euch? Und die haben dann gesagt, nee, auf keinen Fall. Deswegen habe ich das, das muss ich respektieren. Deswegen gibt es meine Daten nicht. Andere Fragen? Ah, da. Mein Name ist Dave Göck. Ich würde gerne, oder mich würde interessieren, was habt ihr für Vorschläge, wie man damit umgehen könnte? Ich meine, ihr habt jetzt eine Menge Probleme aufgezeigt, aber ihr setzt euch ja mit dem Thema sehr intensiv auseinander und vielleicht habt ihr auch schon so ein paar Ideen, wie man diese Probleme, die da auftreten werden, angehen könnte. Wirkliche Ideen, wie man umgehen könnte, jetzt gerade nicht, aber vielleicht mal, was es jetzt schon gibt. Also in den USA gibt es halt den Genetic Information Non-Discrimination Act, der eben versucht, diesen Impact von diesen genetischen Daten einfach zu mildern, indem es Krankenkassen zum Beispiel nicht mehr erlaubt ist, dir irgendwie mehr Geld abzunehmen für deine Versicherung, weil du irgendwelche Varianten hast, beziehungsweise sie müssen dich halt auch versichern, auch wenn sie wissen, was für Varianten hast. Das darf also zum Beispiel dafür nicht verwendet werden oder für Arbeitgeber, die dürfen es auch nicht verwenden für irgendwas. In Deutschland gibt es dann das Gendiagnostikgesetz, das ist so ein bisschen das Pendant dazu. Das geht auch eigentlich so weit, dass eben solche medizinischen Tests auch überhaupt nicht gemacht werden dürften, glaube ich, von Firmen irgendwie, sondern es muss eigentlich immer ein Arzt involviert sein, wie weit jetzt diese Direct-to-Consumer-Sachen von 23andMe und so überhaupt legal sind in Deutschland, ist auch noch so eine Frage, die auch noch offen ist deshalb. Also ich denke, dass zumindest erstmal ein guter Ansatz ist, zumindest zu sagen, wir versuchen einfach diesen Missbrauch irgendwie jetzt rechtlich zu verbieten, ist vielleicht der erste Schritt, aber man muss mal gucken, wie man da umgeht. Weil zum Beispiel in den USA ist es immer noch legal, dass man dann sagt, du kriegst keine Lebensversicherung. Du wirst halt irgendwie, wir wissen, was für Varianten du hast, wir geben dir keine Lebensversicherung, das geht zum Beispiel immer noch. Hi, ich hätte auch noch mal eine Frage und zwar, ihr veröffentlicht ja eure Daten, also beziehungsweise Philipp veröffentlicht seine Daten nicht, weil es eben auch deine Eltern, Geschwister und Verwandten betrifft. Wie ist denn eigentlich die rechtliche Situation? Dürftest du deine Daten einfach so veröffentlichen? Also ich weiß davon gar keine rechtlichen Situation. Weißt du da was? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass es völlig legal ist, die Daten zu veröffentlichen, weil das sind halt deine Daten, du hast sie irgendwie gekauft und irgendwie es gibt da noch nicht so das Problem, dass irgendwer sagen könnte, das ist aber auch die Hälfte meiner Daten. Also das ist rechtlich, glaube ich, kein Problem zu sagen, ich veröffentliche die auch, wenn meine Verwandten das nicht wollen. Aber da gibt es auch keine Rechtsprechung zu oder hässlich. Nee, also das ist auch noch ein Problem, das Gendiagnostikgesetz zum Beispiel ist in Deutschland von 2010 erst. Und wir hatten mal überlegt, irgendwie einen Workshop anzubieten, irgendwie mit ein paar Leute typisieren hier auf dem C3 und haben uns dann mal schlau machen wollen dazu, wie das rechtlich überhaupt aussieht. Dürfen wir das? Können wir das? Und irgendwie ein Anwalt, den wir gefragt haben, hat irgendwie 2 Tage lang in der Bücherei gesessen und irgendwie Bücher gewälzt und konnte am Ende sagen, weiß man nicht. Also das ist halt einfach noch ein Thema, was rechtlich überhaupt nicht irgendwie abgesichert ist. Okay, danke. Ja, Herbert Janssen, gestern war ja ein Vortrag auf dem CCC-Kongress zu kriminologischen Datenbanken von diesem genetischen Netzwerk. Könnt ihr was dazu sagen, wie das so mit Inferenz zwischen den Daten aussieht? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei 23andMe den Datensatz veröffentlicht, ob es dann die Möglichkeit gibt, von Polizeiseite daraus Dinge zu inferieren und so weiter? Also erstmal der Vortrag von vor 2 Tagen, der war über Short Tandem Repeats und wir machen SNPs, das sind verschiedene, also unterschiedliche Marker. SNPs sind forensisch, tatortmäßig noch nicht so relevant. Das kommt vielleicht in den nächsten paar Jahren. Was man da machen kann natürlich ist, unser Projekt zum Beispiel erlaubt, dass man anonymisiert seinen Kram hochladet, also unter falschem Namen, sodass der Staat dann minimal zurückleiten kann, wer das ist. Aber sobald das erstmal raus ist, kann der Staat das natürlich auch alles missbrauchen. Aber andererseits braucht er das auch nicht von uns zu holen. Der kann auch einfach nur ein Haar, oder weil man verliert ja ständig Hautzellen, Haarzellen überall, dann muss er sich nur ein so ein Haar nehmen und kann dann für wenig Geld auch wieder dieselben Daten bekommen, die es schon offen im Netz gibt. Deswegen ist es für den Staat sehr einfach, das alles einfach zu übernehmen.
Ja, dazu noch kurz. Ich glaube, bislang ist es den Behörden in Deutschland auch nicht erlaubt, diese SNPs zu analysieren, sondern eben nur diese Short-Tandem-Repeats. Von daher lässt sich das bislang nicht irgendwie zusammenführen, die Daten. Aber ich bin mir relativ sicher, dass natürlich auch die Polizei da nicht schläft und irgendwann mal auch auf neue Methoden wechselt und in der Steinzeit bleibt. Hi, ich bin Undine Birke. Also mein Stand ist immer noch, dass Haar aus Keratin besteht und ein Haar an sich, dass man daraus keine Genanalyse machen kann. Nur wenn da noch Haarwurzel dranhängen würde. Ja, es geht um die Haarwurzeln bei sowas und natürlich auch Haut, wenn die irgendwie zu alt ist, dann degradiert das alles, wobei DNA relativ langlebig auch sein kann. Also irgendwie jetzt, das Älteste ist, glaube ich, gerade irgendein Mammut, was sie gefunden haben, was man immer noch, das ist natürlich gefroren, gute Bedingungen, aber es ist eben nicht so, dass DNA-Spuren relativ schnell verwischen, sondern relativ langlebig sind auch noch. Aber sowohl oberste Hautschichten als auch Haar sollte eigentlich nicht dazu geeignet sein. So ist zumindest mein Stand. Ja, aber wir sind jetzt momentan, haben wir, glaube ich, das Problem auch schon bei der Forensik eben, dass die Methoden relativ sensitiv sind, dass man irgendwann halt schon kleinste Spuren, also wirklich dann nicht mehr viel lebende Hautzellen braucht, beziehungsweise eben die einzelne Haarwurzel reicht, um daraus dann die, zumindest diese Short-Tandem-Repeats forensisch zu verwerten, was dann zu dem Problem der Übersensitivität führt, dass man einfach falsch positive Ergebnisse kriegt von Leuten, die auch mal da waren. Ich glaube, vor kurzem ist dann eine Frau irgendwie freigesprochen worden, deshalb sogar, weil man sagte, die Methode ist jetzt so genau im Sinne, beziehungsweise sie kann halt noch diese Short-Tandem-Repeats irgendwie auflösen, aber wir können nicht mehr sicher sein, dass das wirklich dann die eine Person war, weil da kann einfach in dem Hotelzimmer zum Beispiel noch eine Haarwurzel gewesen sein. Sonst noch irgendwer Fragen? Danke.